liegt Changa? Geografisch in Westafrika. Wirtschaftlich am Rande des Existenzminimums. Religiös im muslimischen Norden von Ghana. Wer Changa besuchen will, der braucht Zeit und gute Gründe. Die Gesundheit der Menschen von Changa ist ein sehr guter Grund. Krankheiten gibt es hier genug. Malaria, AIDS, Tuberkulose, Gelbfieber, Typhus, Hepatitis. Das nächste Krankenhaus ist weit, aber für medizinische Grundversorgung gibt es diese Poliklinik. Herzlich willkommen. Hallo Deutschland, ich heiße Margaret Mahama und bin die Hebamme von Changa. Geplant und gebaut wurde unsere Klinik von Fresenius Wamet im Auftrag der Regierung von Ghana. Wir sind dafür sehr dankbar. Ich wohne hier auf dem Klinikgelände, umgeben von meinen Patienten. Das hier ist mein Wartezimmer. Unsere Patienten kommen von nah und fern, kranke, schwangere Mütter mit ihren Kindern, um sich von uns Hilfe und Ratschläge zur Selbsthilfe zu holen. Das Kind dieser jungen Frau leidet an Malaria. Beide haben wir ein paar Tage zur Behandlung dabehalten. Heute werden sie entlassen. Das hier ist mein Kreissaal. Ein heute geborener Junge, 3,3 Kilo. Ein Mädchen. Und noch ein Mädchen, gerade mal eine halbe Stunde alt. In den letzten 2 Jahren habe ich um die 700 Babys auf die Welt verholfen. Menschen mit schwereren Krankheiten werden an das nächste Distrikthospital überwiesen. Eins davon steht in Gushiego. Die Wamet-Leute passen jedes Haus den lokalen Bedürfnissen an. Sie schulen das Personal und begleiten es in der Anlaufphase, sofern es nicht im Regierungsauftrag direkt von Fresenius Wamet betrieben wird. Bei der Planung der medizintechnischen Ausstattung wird sichergestellt, dass deren Einsatz und Instandhaltung auch nach der Übergabe gewährleistet bleiben. Keine Selbstverständlichkeit bei Projekten in Entwicklungsländern. Dolmetscher übersetzen lokale Dialekte und helfen den Patienten, ihre Angst und ihre auch religiös bedingte Skepsis angesichts moderner Apparatemedizin zu überwinden. So eine Klinik schafft nachhaltig jede Menge qualifizierte Jobs für Menschen, die an der Zukunft Ghanas mitarbeiten wollen. Ein Junge. Damit untersuchen wir Blut auf Anzeichen einer HIV-Infektion. Was die Zukunft bringt, das wissen die Kinder von Changa heute noch nicht. Aber was Frauen wie Margaret Mahama für sie getan haben und weiter für sie tun, das weiß hier jeder von Geburt an. Gerade höre ich, dass das nächste Baby im Anmarsch ist. Ich muss los und mich um die Mutter kümmern. Bis später. Auf Wiedersehen, Margaret Mahama. Menschen wie Sie sind für Fresenius das schönste Geburtstagsgeschenk.